Geometrische Grundbegriffe. Darum geht es jetzt im nächsten Kapitel. Wir kennen geometrische Grundbegriffe aus der 5. Klasse. Da haben wir Strecke, Halbgerade und Gerade zum Beispiel kennengelernt. Das, was wir heute kennenlernen werden, das ist das, was sich hinter diesem blauen Auto verbirgt oder auftut. Nämlich dieses gelbe Feld in diesem blauen Auto. Wenn er da genau hinschaut, dann seht er, dass dieses gelbe, dunkelgelbe Feld im blauen Auto vom Spiegel, vom Rückspiegel weggeht. Und darum dreht sich es auch beim mathematischen Grundbegriff, was wir heute kennenlernen werden. Wenn eure Eltern in den Spiegel schauen, tun sie das, damit sie nicht nach hinten schauen müssen, weil dann würden sie ja den Blick von der Straße wegwerfen. Nein, sie schauen in den Spiegel, um zu sehen, was hinter ihnen passiert. Das Problem dabei ist, dass sie dabei nicht alles sehen, sondern nur den Bereich, den ich jetzt auch mit diesen zwei Halbgeraden mal kenntlich gemacht habe. Das ist der Bereich, den sie sehen können, wenn sie in den Rückspiegel schauen. Das ist nicht alles, aber mehr brauche ich wahrscheinlich auch nicht, um nach hinten zu schauen, um zu sehen, was hinter meinem Auto passiert. Das, was jetzt dadurch begrenzt wird, also dieser Bereich, nennt man einen Winkel. Ein Winkel wird also begrenzt durch zwei Halbgeraden, die sich in einem Punkt treffen, und alles dazwischen drin nennt man eben diesen Winkel. Wie das mathematisch ausschaut und was sich dann noch dahinter an Fachbegriffen verbirgt, das werden wir jetzt kennenlernen. Hier haben wir zum Beispiel so einen Winkel. Ein Winkel, der begrenzt wird durch zwei Halbgeraden. Moment, könnte man da sagen, man kann doch eigentlich auch den Winkel außerhalb betrachten. Es ist doch eigentlich nicht wichtig, was die zwei Halbgeraden begrenzen. Das ist korrekt. Diese zwei Halbgeraden begrenzen den Bereich, begrenzen aber theoretisch auch den Bereich außenrum. Das heißt, man kann diesen Winkel zweimal betrachten. Einmal diesen Teil innen drin und einmal den Teil außen drin. Beides nennt man einen Winkel. Die Frage, die sich heute stellt, wie bezeichnen wir diese Winkel? Ich habe da schon mal ein paar Grundbegriffe mitgebracht. Diese Halbgeraden nennt man beim Winkel einen Schenkel. Kann man sich vielleicht ganz gut merken. Das schaut ja so aus wie ein Mann oder ein Mensch, der steht mit seinen zwei Füßen. Und ein Mensch hat ja auch zwei Schenkel, zwei Oberschenkel. Also kann man sich vielleicht ganz gut merken, diese zwei Halbgeraden bei einem Winkel heißen Schenkel. Das heißen sie übrigens hier drüben auch. Da habe ich es nur nicht mehr hingeschrieben. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der sogenannte Scheitelpunkt. Das ist der Punkt S, wo sich die beiden Halbgeraden treffen. Dort, wo quasi die Halbgeraden losgehen. Der ist auch hier zu sehen. Deswegen heißt er auch immer S. Und deswegen habe ich die Punkte A und B und den nicht C genannt, sondern eben S, weil es der sogenannte Scheitelpunkt ist. Um das Ganze jetzt zu beschriften, also zu bezeichnen, da müsste ich dieses kleine Pfeilchen reintun. Ich gehe mal nochmal zurück und lasse mal das Pfeilchen weg. Wir wollen beschriften, und beschriften müssen wir hier mit diesem Pfeil, indem wir uns vorstellen, dass das Ganze so rum gedreht wird. So rum gedreht heißt so viel wie gegen den Uhrzeigersinn oder im bayerischen Uhrzeigersinn. Im mathematischen Uhrzeigersinn sagt man oft auch. Das brauchen wir deshalb, weil wir den Winkel beschriften wollen. Dieser Winkel hier heißt dann Winkel ASB. Denn man beginnt bei A, also beim Schenkel, wo der Punkt A drauf ist, zu drehen, dreht über den Scheitelpunkt auf den Schenkel B. Und deswegen muss ich mir vorher dieses Kreuzle oder dieses Pfeilchen hinmachen, damit ich weiß, in welche Richtung gedreht wird. Ich fange bei A an, gehe über S, gehe zu B. Deswegen die Reihenfolge ASB mit dem Winkelzeichen davor. Hier drüben ist es was anderes. Hier beginne ich ja bei B, ja, drehe hier rum. Also muss der Winkel heißen B, weil ich dort beginne, über S nach A. Der Pfeil ist jetzt quasi hier gekennzeichnet, weil der mathematische Drehsinn oder der gegen den Uhrzeigersinn Drehsinn bedeutet, dass das Ende des Winkels hier ist. Also, drehen immer quasi gegen den Uhrzeigersinn, und deswegen mache ich mir die Bezeichnung immer hier mit einem Pfeil. Meistens eben mit so einem kleinen Kreisteil und dann einem Pfeil dazu. Diese anderen Buchstaben, die jetzt hier noch dran stehen und schon die ganze Zeit dabei sind, Alpha und Beta, das sind griechische Buchstaben. Man hat sich nämlich geeinigt, dass die Winkel genannt werden nach griechischen Buchstaben. Denn Kleinbuchstaben und Großbuchstaben haben wir schon vergeben für Seiten und Punkte. Deswegen nimmt man für die Winkel griechische Buchstaben. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Nur um sie zu unterscheiden. Das ist der Winkel Alpha und das ist ein anderer wie der. Deswegen nennt man den Beta. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Winkel mit griechischen Buchstaben benannt werden, dass sie durch zwei Schenkel, dass sie begrenzt werden durch zwei Schenkel und alles dazwischen ein Winkel ist, dass man sie gegen den Uhrzeigersinn bezeichnen und deswegen eine Pfeilspitze dazu machen muss und dass alles, was dazwischen drin ist, eigentlich der Winkel ist. Aber bezeichnen oder einzeichnen tut man es immer mit diesem kleinen Kreisbogen und der Pfeilspitze oder bei der anderen Seite eben außenrum. Das ist das, was ihr heute gelernt habt, und wir sehen uns dann nächste Stunde. Bis dann. Tschüss.